Ja, Avenida Paseo geht weiter. Hier gibt es das nächste Monument mit Geigen. Ihr wisst ja, der Himmel hält voller Geigen. Das ist aber jetzt hier mehr an den Paseo bezogen. Und hier geht es Richtung Borriquita. Die haben eine neue Terrasse hier vorne mit draußen vor. Hier gibt es diesen Kultkellner Markus, der dabei ist. Und ja, es kommt jetzt auch hier ein bisschen Leben langsam damit rein. Monika, auf dem Meer siehst du hinten Jetski. ein Jetski fahren. Ja, wie gesagt, es passiert hier so ein bisschen was. Und wir bewegen uns jetzt von hier aus langsam in Richtung auf das Lokal Euphoria zu. Auch hier Terrasse ganz gut bestückt. Wir haben mittlerweile 14:45 und die Zeiten sind ja hier in Mallorca begrenzt auf Terrassenöffnung bis maximal 17 Uhr. Gabi, du kommst aus der Gastronomie von Deutschland. Wie empfindest du diese 17-Uhr-Regelung? Ich bin persönlich freue mich natürlich über jede Stunde, die hier geöffnet ist. Als ich hier ankam, war noch alles geschlossen und die Leute nehmen das ja auch dankbar an. Man muss halt seine Essenszeiten umstellen. Man geht ja eher hier später essen, aber das muss man dann halt. Ne? Dann Ja. lasse ich das Frühstück ausfallen und setze mich damit da schön mit Tapas hin. Also ich sage Das ist auch mal, traumhaft schön. wir haben hier eine andere Zeitumstellung mittlerweile mit drin. Die Gastronomie darf ja hier in Cala Ratllada auf der Insel in Mallorca ja bis 17 Uhr ja öffnen. So, und jetzt schaut mal, da kommt jetzt eine große Gruppe von Besuchern hier an. Alles mit Maske, alles in Ordnung. Die Leute sind viel eher bereit dazu, sich auch hier diesen Dingen irgendwo anzupassen. Klar, Gabi, dich stürze, mich stürze, ja, aber wir halten uns dran Ja, selbstverständlich. und damit funktioniert es. Ja, das ist die Voraussetzung, wenn man hier anreist, dass man getestet ist, dass man sich testen lässt, wenn man wieder nach Hause fährt, hat man ein gutes Gefühl und es ist einfach nur herrlich. Ich kann jedem raten, hier hinzukommen. Ich habe es nicht bereut. Ich bin schon seit Wochen hier und habe keinen Tag bereut. Egal, wie die Zahlen hier sprechen ja im Moment auch glücklicherweise für sich. Und Monika, schau mal, ein eisessendes Pärchen. Hör mal, da gehen wir aber jetzt mal gerade Das ist rüber. schön bunt. Ja. Monika, das ist eisessender Chill-Modus in Reinform. Kann ich euch mal gerade was fragen? Warum tragt ihr denn beim Eisessen keine Maske? Ach so, weil es ja nicht gehen würde. Ja, das verstehe ich. Hör mal, seit wann seid ihr hier? Seit 4 Wochen. Und wie wohl fühlt ihr euch? Super. Sag mal von 1 bis 100, 105? Ja, 110. Stimmt. Okay, wie lange? Sicher, Deswegen bleiben wir wohl, ja noch 3 Monate. Ihr bleibt noch 3 Monate. Ja. Hör mal, super. Deswegen, ich gehe mal gerade ausnahmsweise ins Bild, dass die Leute auch wissen, ja, dass es uns gibt. Hör mal, schön, dass ihr da seid. Viel Spaß beim Eisessen. Danke. Ein paar schöne Ostertage. Euch auch. Wie habt ihr euch mit der 17-Uhr-Regelung arrangiert? Gut. Ja. Man muss sich ein bisschen umstellen, dann passt Geht halt das. was früher. Hört mal, macht es gut. Wir werden uns sehen. Viel Stimmt. Spaß beim Dankeschön. Eisessen. Euch auch schöne Schönen Ostern. Ostern, ne? Danke. Schöne Ostertage. Feliz Ja, genau. Ja, das hier ist der neue Laden von Steff und Peggy. Die kennen da ja von den Auswanderern her. Wir wissen nicht, wann die jetzt aufmachen werden, aber dazu gibt es dann sicherlich eine passende Information. Der Eisladen hier und Monika, wenn du mal den Blick nach oben gehst, es wurde immer sehr kritisiert, dass es dieses Haus hier in Cala Ratllada am Paseo geben würde, als Schandmal häufig bezeichnet oder als ein Teil, was hier einfach von der Höhe her nicht hingehört, wird jetzt im Moment renoviert. Da tut sich einiges und wir können hier, glaube ich, noch mal einen kleinen Stopp machen. Ja, die kleinen Malven hier, das sind diese blauen Blüten, ein wild wachsendes Gewächs, was hier ganz intensiv auch am Paseo vorbei natürlich sich überall angesiedelt hat. Im Hintergrund die Mauer, die Kaimauer mit den Bildern von Gustavo. Und wir machen hier den Schwenk einfach mal rüber und zeigen euch das, was noch nicht geöffnet hat, gehört aber mit dazu. Hier ist Mama Pizza mit dabei, hier ist das Café Tres mit dabei, hinten ist noch Pasta Pasta.
All die Dinge sind noch geschlossen und wir können euch auch noch nicht eine verbindliche Zeit sagen. Die Informationen sind nicht bei uns angekommen bisher, wann hier geöffnet ist. Der Bauzaun ist hier noch an der Seite mit dran. Wie ihr seht, hier gibt es noch ein paar Kleinigkeiten. Die müssen bei der Renovierung der Mauer fertig gemacht werden. Das ist aber wohl noch nicht und auch keine Ahnung, wann das passiert. Ja, wir erreichen jetzt hier Café Noirs. Die sind natürlich auch, die haben auch geöffnet und Terrasse, beide Seiten sind ganz gut bestückt. Im Hintergrund den Hafen und wir marschieren jetzt einfach mal weiter in Richtung Plaza de Castellet. Und ja, ich frage einfach mal, Gabi, wie empfindest du denn diese Zeit, die wir jetzt hier haben im Bereich Winter, Frühjahr? Für mich persönlich ist es die schönste Zeit, die Vorsaison. Und allein von der Natur, alles blüht, man kann über Land fahren, alles blüht, es ist alles im Umbruch. Ich finde das wunderschön. Ja, und wie hast du vorhin so schön gesagt, jeder Dreckhaufen entwickelt sich irgendwo hier zu einer kleinen Blütenpracht. Ja. Jede Baustelle, der Kollege hier, den wir. Sand, hör mal, der sorry, blüht nach einer Woche. Sorry, der Kollege, den wir hier vorne sehen. Mein kleiner Tourist. Das ist der kleine Tourist von Gustavo, ja. Der bei einer der letzten Ausstellungen hier ganz schön abgeräumt hat und ein tolles Fotomotiv war, aber auch immer noch ist. Und hier ist es auch so, dass das eins der Objekte ist, die man nachher dann der Stadt nach Ende der Ausstellung geschenkt hat. Monika, wir kommen jetzt hier am Café del Mar vorbei zum Plaza de Castellet. Ich glaube, wir können hier nochmal gerade einen kleinen Schnitt machen. Das ist der Plaza Castellet und ihr seht im Hintergrund den Abbau von den Ständen. Das sind diese Kunsthandwerkerstände, die heute zum Wochenmarkt, der ja immer samstags ist, mit dazukommen. Und in der Saison gibt es sie natürlich auch dreimal in den Abendzeiten. Auf der linken Seite seht ihr Studio Rosa, eins der wenigen Studios für Fingernägel und Ähnliches, was schon geöffnet hat. Und von hier weiter geht's vom Plaza de Castellet hier am Paseo dran vorbei. Und wir haben hier auf der linken Seite La Luna. Monika, weiter geht's. Und wen sehen wir da hinten? Ja, den Thomas mit seiner Frau. Dann wollen wir doch mal ganz schnell guten Morgen sagen. Nicht, dass Sie denken, wir hätten was gegen Sie. Guten Morgen zusammen. Hallo. Was ist mit euch? Seid ihr am Chillen? Ja. Hör mal, so gut wie ihr möchte ich es auch gerne mal haben. Ihr seht aus, als ob ihr in Urlaub hier wärt. Genau. Oder ist das Arbeit? Das ist Arbeit. Okay, dann wollen wir euch beim Kaffee trinken, beim Wasser trinken und beim Denken nicht stören. Hört mal, macht es gut. Wir machen gerade ein bisschen Promotion für Cala Ratjada. Tschüss zusammen. Fisch und Spa steht noch in den Warteleuten mit drin. Und Chevys, da wird sich etwas verändern. Sobald wir da mehr wissen, kommen wir natürlich da auch direkt mit zu euch mit raus. Ja, wie Kiki ist noch ein bisschen im Winterschlaf. Aber hier sind wir dann ein Stückchen weiter durch bei der Trotteria Sanfora. Pedro, der Kellner, hilft natürlich weiter. Und hier auf der rechten Seite, ganz, ganz wichtig, das ist diese Kultpalme hier, eins der beliebtesten Fotomotive überhaupt, die wir hier in Cala Ratjada haben. Und daneben natürlich auch Port Corona. Port Corona war im Winter über hier auch dankenswerterweise unser Anlaufpunkt, immer für unsere Stammtischtreffen am Samstag. Gutes Essen, schönes Hostal, toller Blick. Also wer mehr wissen will, Port Corona ist immer ein Ereignis irgendwo wert. So, jetzt von hier aus nochmal rüber. Rüber der Blick auf die große Terrasse von Mamma Mia, denn auch die sind dabei. Gut bestückt. Mustafa ist derjenige gewesen, der hier auch die ganze Zeit über mit Essen außer Haus und macht es immer noch abends, wenn um 17 Uhr die Terrasse geschlossen ist, dann weitermacht. Hier kriegt ihr bis 21 Uhr immer noch eure Bestellung, aber den sehen wir bestimmt gleich auch nochmal.
So, und hier gibt es den nächsten Blickpunkt, wo es auf dem Paseo weitergeht, die geöffnet haben. Hier ist Solomio, hinten ist Portofino und unten seht ihr natürlich hier im Hafenbereich auch nochmal, Monika, weißt du den genauen Namen? Ist das der Club Nautico? Keine Ahnung. Okay, ich aber, ich sage einfach mal Club Nautico, die geöffnet haben. Natürlich hier der Blick nochmal auf die kleinen Bötchen, aber wir marschieren jetzt hier weiter auf die andere Seite in Richtung hinten bis Trotteria bei Walter. So, wir sind hier angekommen bei dem Plaza de Marineros. Das ist an der Eleonora Severa auf der linken Seite, gegenüber vom Hafen. Und ja, da hat hinten natürlich das Lokal schon Bar Los Amigos auf, ja. Manches Mal kommst du auch nicht da drauf. Warst du schon mal frühstücken da? Noch nicht, aber ich habe schon mit der Maya oft Mittag gegessen da. Sehr nett. Ja, typisch spanisch, nicht teuer. Ja. Und dann kommt hier vorne nochmal Can Tomas mit dazu, der mittlerweile auch geöffnet hat. Ja. Gabi, seit wann bist du in Calaratiada? Jetzt seit 15. Februar. Nein, das meine ich nicht. Seit wie vielen Jahren? Ach, vor 7, 8 Jahren das erste Mal. Kannst du dich noch erinnern, wie damals der Baum und der Brunnen hier drin waren, der große Gummibaum? Nein, leider nicht. Ich kenne das nur so. Also wir haben die Zeiten natürlich noch miterlebt und es war relativ rustikal damals hier, aber von der Atmosphäre für mich, für uns nicht so, ich sag mal, so modern wie jetzt. Mhm. Da war einfach viel mehr Atmosphäre. Aber ich denke mal, wir marschieren jetzt mal rüber Richtung die andere Hafenseite. Da vorne ist Hostal Calaratiada. Ja. Kennen auch sehr viele. Ja. Da, wo SOS dran steht. Genau. Und wenn er hier vorne links geht, kommt ihr zu Fotografias. Da könnt ihr eure Urlaubsbilder machen, da könnt ihr eventuell eure Tickets ausdrucken. Fotografias vorne linke Seite, wo das weiße Auto vorsteht. Auf der linken Seite seht ihr hier Calaratiada Tours. Das ist der Bereich Tschüss zusammen. Ja, man kennt sich hier eben halt auch. Es ist in einem angenehmen kleinen Bereich hier. Hier ist Calaratiada Tours. Das ist das Buchungsbüro. Die haben noch geschlossen. Die können aber telefonisch erreichen. Und die fangen auch jetzt schon wieder an mit den einzelnen Anbietern von den Touren, wobei da natürlich auf das Hygienekonzept, die Abstandsregelungen und Ähnliches geachtet wird. Hier ist der Eisladen des Sport und von hier aus geht es ja, ihr seht es, ziemlich zügig weiter. Escorat hier vorne geöffnet, die Terrasse ist schon auf. Wie gefällt dir das Bild denn hier vom Hafen? Monika, da hinten wird gerade ein Boot zu Wasser gelassen. Mal schauen, ob derjenige ins Wasser fällt. Nee, leider nein. Ja. Es ist immer ein Ereignis, wenn jemand nasse Füße kriegt. Wir haben die Lacher auf der Seite und er hat die nassen Füße. So, also wie gesagt, hier ist Escorat und weiter geht's dann hier zu Negresco. Auch die haben geöffnet. Auch hier ist die Terrasse besetzt. Aber wie gesagt, wir haben jetzt von der Zeit 14 Uhr. Das ist so dieser Übergang, wo man normalerweise Mittagszeit zu Ende hat. Aber durch die Geschichte Terrassenöffnung bis maximal 17 Uhr hat sich das natürlich alles ein bisschen verlagert. Hier kommt Il Ministro. Auch die Terrasse geöffnet. Und von hier aus weiter zu Cameva, auch da ist die Terrasse auf. Und dann sind wir eigentlich schon hier, Gabi, es tut mir sehr leid, aber am Ende unseres Ganges und kommen hier zu Walter und seiner spektakulären La Trotteria. So, mal schauen, ob wir da noch jemanden sehen. Der Walter steht da draußen, glaube ich. Ja. Ja, also wie gesagt, es geht hier jetzt für uns dem Ende zu. Nochmal ein letzter Blick auf den Hafen und dann sind wir auch schon da durch. Das Hafenvideo vom letzten Mal habt ihr ja gesehen. Schaut euch das in Ruhe irgendwo an und damit sagen wir hier, die Gabi, die Monika und auch ich, tschüss euch. Paar schöne Osterstunden, ja, oder? Ja.
Ja, und viel Spaß und wir freuen uns, dass du hier bist und alle anderen, die Lust. Ich werde auch noch ein bisschen bleiben. Es lohnt sich auch. Kala Ratjada, also ich habe es keinen Tag bereut. Kala Ratjada ist immer eine Reise wert, auch in diesen Zeiten. So. Monika, wir zwei sagen tschüss, vielen Dank für die Aufnahme.